Was mache ich nur falsch? Warum kriege ich das nicht hin? Was muss ich noch tun? Diese Fragen beschreiben das Innenleben vieler Menschen der heutigen Zeit. Das gilt für erfolgreiche, aber genauso für weniger erfolgreiche Menschen. Dass mit der Leistung der Erfolg kommt und mit dem Erfolg automatisch das Gefühl von einem erfüllten Leben folgen wird. Dieses Versprechen unserer Eltern und Vorbilder konnte nicht eingehalten werden. Es war nur eine Illusion. Illusion to go. Kurz und knapp und vor allem für Kinder und Jugendliche sehr, sehr plausibel. Das Problematische dabei ist, dass die meisten aus dieser Illusion nicht herauskommen. Denn Kindheitsprägungen sind verdammt hartnäckig und schwer einzufangen. Die meisten machen sich überhaupt keine Gedanken über ihre Unzufriedenheit im Leben, weil ihnen nicht bewusst ist, dass diese durch plausible Gründe entstanden ist. Aber wie sollen sie das auch können, wenn uns allen vermittelt wurde, dass wir das Unterdrücken und Verdrängen von Problemen und Konflikten perfekt beherrschen müssen? In diesem Video gebe ich euch einen Einblick in eines der größten Probleme unserer heutigen Zeit. Hi, ich bin Nam von Librify Coaching und heiße euch herzlich willkommen zu Librify Live. Vermutlich werden viele von euch dieses Thema für etwas schwer verdaulich halten. Probleme? Ich habe keine Probleme. Aber denkt nochmal kurz über eure Situation nach. Beruf und Liebe zum Beispiel, die Klassiker. So gut wie jeder hat irgendwelche Konflikte im Berufsleben oder in der Liebe. Selbst Influencer, internationale Stars, Künstler und Sportler. Viele von diesen Leuten leben mit einer inneren Einsamkeit. Alles dem Erfolg und dem glattgebügelten Image untergeordnet. Je mehr sie sich auf ihre Karriere fokussieren, desto labiler ist ihr Selbstwertgefühl. Denn dieses scheint mit der Leistung und dem Erfolg zu stehen oder zu fallen. Das versetzt sie unter Druck und in Einsamkeit. Diese Leute werden zwar dafür verdammt gut entschädigt, aber wie viel ist einem Menschen seine Authentizität und die ehrliche Liebe und Zuneigung von anderen wert? Und wer kennt es nicht, die Tendenz zu haben, seine offensichtlich konfliktreiche Beziehung noch künstlich hochreden zu müssen, damit nicht nur der Partner, sondern auch die Kinder, der Berufsstress und die eigenen Probleme mit sich selbst, wie zum Beispiel Aussehen und Beliebtheit, noch irgendwie erträglich bleiben. Viel zu groß ist die Angst vor der Einsamkeit nach der Trennung und dem Gefühl des Scheiterns. Wer von all diesen Konfliktquellen nicht betroffen ist, dem beglückwünsche ich zu einem erfüllten Lebensstil. Aber leider kann ich den meisten diese Glückwünsche nicht aussprechen. Daher denkt daran, dieses Video stellt nur ein Angebot dar, eure eigene Situation mit Hilfe von Werkzeugen, die euch vielleicht bisher noch nicht zur Verfügung standen, mal aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten. Und das auch allein und für euch selbst. Warum die Vorhersage, dass mit dem Erfolg ein erfülltes Leben folgen wird, für die meisten nicht aufgegangen ist, werde ich anhand von drei Dimensionen beschreiben. Diese Dimensionen stellen Gründe dar, die uns dem Verstehen des Problems näher bringen. Natürlich gibt es noch andere Dimensionen, die zu berücksichtigen sind. Aber damit das alles hier nicht so komplex wird, beschränken wir uns heute auf drei. Ich spreche gerne von Dimensionen, um zu unterstreichen, dass man nicht nur jeden Grund oder jedes Argument einzeln betrachten darf, sondern man muss auch ihre Wechselwirkung untereinander mit berücksichtigen. Klingt kompliziert? Es wird für euch gleich alles viel klarer. Diese Dimensionen wiederum haben Auswirkungen auf unsere Bedürfnisse. Und auf diese Auswirkungen werde ich ebenfalls eingehen. Wir haben jede Menge Bedürfnisse, die befriedigt werden müssen. Bei Hungergefühl zum Beispiel müssen wir Nahrung zu uns nehmen. Bei Durstgefühl etwas trinken. Aber darüber hinaus haben wir noch viele andere Bedürfnisse, unter anderem soziale, die gestillt werden müssen. Der Glaube, dass die eigene Leistung und der eigene Erfolg die einzigen Spots sind, auf die unser Blick gerichtet sein soll, setzt die Verachtung und Verdrängung unserer Schwächen und Misserfolge voraus. Wir denken, die Gefühle, die dadurch entstehen, dürfen wir nach außen nicht zeigen. Dies gilt um jeden Preis zu verhindern. Niemand darf Schwäche zeigen und niemand will zugeben, dass es zum Leben dazugehört, Schwächen zu haben, an denen man arbeiten muss, um sich weiterzuentwickeln. Die meisten setzen sich nicht mit ihren Misserfolgen selbstkritisch auseinander. Daher kennen sie ihre Schwächen nicht. Stattdessen werden diese von ihrem sozialen Umfeld subjektiv eingeschätzt. Und werden die Betroffenen dann mit diesen Einschätzungen konfrontiert, verunsichert sie die Situation extrem. Eines unserer natürlichen Bedürfnisse ist es, uns mit anderen austauschen zu wollen. Je offener und verständnisvoller dieser Austausch von beiden Seiten geführt wird, desto wertvoller fühlt sich dieses Verhältnis für beide auch an.
Da wir aber nach außen unsere Schwächen und Misserfolge nicht zeigen dürfen, lernen wir es nicht, gegenüber anderen bei solchen tiefgründigen Themen uns vollkommen zu öffnen. Aber umgekehrt wissen wir auch nicht, wie wir mit den Problemen anderer umgehen müssen, um Unterstützung bieten zu können, beziehungsweise keinen mentalen Schaden anzurichten, weil wir in dieser Hinsicht ja nicht mal uns selbst kennen. Wir sind einfach in solchen Situationen überfordert. Uns fehlt hierzu das Verständnis für komplexe soziale Themen und natürlich die nötige Empathie. Dass der eine die Angst davor entwickelt, vom Gegenüber als zu schwach abgestempelt zu werden, ist doch nur logisch. Und dass der andere wiederum aus der Überforderung heraus sich als allwissend verkaufen zu müssen, weil er sonst eventuell auch als schwach eingeschätzt wird, ist doch auch nur legitim. Wir manövrieren uns gegenseitig in eine Stagnation der sozialen Fähigkeiten. Wir bleiben also in unserer Entwicklung stehen. In allen Bereichen unseres Lebens, egal ob im Arbeitsalltag oder Privatleben, hat sich eine Erlebnisarmut breit gemacht. Alles muss durchgetaktet, vorhersehbar und damit möglichst risikofrei sein. Unsere Rolle, die wir auf der Arbeit spielen, wird bestenfalls bis ins kleinste Detail geplant und transparent gemacht. Unsere Urlaube planen wir Monate, wenn nicht Jahre im Voraus. Getrennte Konten, Ehevertrag oder noch besser gar keine Ehe garantieren uns, wenn das Scheitern eintreten sollte, den möglichst kostengünstigsten Ausstieg für beide aus der Beziehung. Fehlt nur noch, dass der Kuss am Altar irgendwann durch einen Handschlag ersetzt wird. Wird noch kommen. Was wir vergessen ist, dass wir Wesen sind, die sowohl nach Sicherheit als auch nach Abwechslung, Spontanität und Abhängigkeit sehen. Wir haben ein Bedürfnis nach Erlebnis, welches bei vielen derzeit verhungert. Gleichzeitig haben wir ein Bedürfnis nach Ergebnis, welches wir derzeit mästen. Wir haben also ein Bedürfnis nach weniger Ergebnis derzeit. Geschichten ist das, was passiert, wenn was dazwischen kommt. Genau. So, und das ist deswegen so wichtig, weil wir ja in einer Welt leben, in der wir Algorithmen hin und her und McKinsey in jedem Unternehmen versuchen, alle Prozesse nach Maßgabe der instrumentellen Vernunft, also des Effizienzdenkens, so zu gestalten, dass möglich nichts dazwischen kommt. Das heißt, wir leben in einer Welt der Pläne und nicht in einer Welt der Geschichten. Mhm. Das unterscheidet unser Leben und vor allen Dingen das unserer Kinder. Da ist es ganz, ganz auffällig, massiv, diese enorme Erlebnisarmut, die dadurch entsteht, dass alles immer weiter durchgetaktet ist und mit Hilfe des Smartphones à la Cherrypicking genau gesucht, was ist sozusagen der beste Abend, wo ich hingehen kann, weil da die meisten guten Freunde und wo alle hingehen und so weiter. Und damit aber eigentlich nichts Überraschendes mehr passiert. Wir wollen nicht in den Urlaub, um später anhand von Touren, Fotos und Videos bewerten zu können, ob eine Reise erfolgreich war. Wir wollen uns frei und spontan, sogar im Strandurlaub, für eine Wanderung entscheiden können, die einen kompletten Urlaubstag beansprucht, an dem wir noch nie so wenige Fotos geschossen haben, weil wir in den Bann der Natur, in das Erlebnis der Natur gezogen worden sind. In einer Beziehung haben wir doch auch das Bedürfnis, Vertrauen und Abhängigkeit erleben zu wollen. Jede Trennung ist zwar schwer, aber der Gedanke, stets für eine Trennung vorbereitet zu sein, kann einem dem Scheitern der Beziehung deutlich näher bringen. Anfangs mehr Sicherheit für beide ist zwar sinnvoll, aber es muss definitiv auf immer mehr Vertrauen und Abhängigkeit hinauslaufen. Braucht man das mittlerweile, so ein in der Liebe, so ein Versprechen, der andere gehört einem? Was man, glaube ich, schon sagen kann, ist, dass es einen Trend zur seriellen Monogamie gibt. Also das heißt, dass oder zu mehreren Ehen, dass man kurze, knackige Beziehungen hat, in denen man sich treu ist und in denen man sich dieses Versprechen gibt. Aber in dem Moment, in dem man merkt, es funktioniert nicht mehr, dann macht man sich auf die Suche nach was Optimalerem, nach was Besserem und hat eine niedrigere Hemmschwelle, die Beziehung wieder zu kündigen. Also du wirfst dich ja selber wie so eine Ware auf den Markt. Ja. Das muss nichts Schlechtes sein, aber ich glaube, dass es dass dann was fehlt, nämlich die Intensität. Wie kriegt man die? Indem man sich wirklich auf was einlässt und sich hingibt. Und quasi Risiken eingeht. Genau, indem man Risiken eingeht. Ja. Also Liebe ohne Risiko geht nicht. Geht schon, aber ist nicht so intensiv. In der dritten Dimension werden die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Dimensionen besonders deutlich. Diese Armut an Erlebnissen und Intensität nehmen wir nicht einfach so ohne weiteres hin. Die Industrie schöpft Jahr für Jahr das Potenzial aus, welches in unserer mentalen Verwirrtheit und unserer Einsamkeit steckt. Wir haben dabei vor allem die Fiktion in der Unterhaltungsindustrie als den Ausgleich für all diese Missstände auserkoren. Je stärker das Gefühl wird, dass das Versprechen Erfolg ist gleich Glück nicht aufgeht, desto verlockender ist die Einfachheit und Bequemlichkeit der Welt der Fiktion.
je eintöniger und monotoner unsere Tätigkeit auf der Arbeit wird und je mehr wir uns vor dem Egoismus des Partners in der Beziehung absichern wollen, desto mehr sehen wir uns nach einer Quelle der Intensität. Aber stattdessen leben wir in dieser Welt der Pläne und die greift immer weiter und weiter und weiter. Und das Bedürfnis, dass etwas Überraschendes passiert, haben wir in die Fiktion verlagert. Ja? Also wir sind heute in einer unserer Gesellschaft völlig durchfiktionalisiert und haben auf der einen Seite ein immer langweiligeres Leben, in dem wenig Überraschendes passiert, und auf der anderen Seite immer reichhaltigere, buntere, technisch perfektere, brutalere Fiktionen. Das ist das Merkwürdige, wo das Leben zerfällt. Und das ist der Grund, warum viele eben sich dann für Politik und solche Dinge auch nicht mehr interessieren, weil das gegen sozusagen die psychologische Pornografie der Fiktionswelten an puncto Erregbarkeit und Spektakularität überhaupt nicht mithalten kann. Diese Entwicklung wird beispielsweise am zunehmenden Erfolg der Pay-TV- und Gaming-Branche in Deutschland gut erkennbar. Während Netflix und Co. zwischen 2010 und 2018 einen Umsatzzuwachs von 111% verbuchen konnten, betrug der Anstieg bei den Gaming-Anbietern im gleichen Zeitraum 83%. Das Social Distancing muss dir nicht erst verordnet werden. Nicht nur die soziale Entwicklung der Gesellschaft stagniert. Der damit verbundene Lebensstil begünstigt auch gesundheitliche Probleme. Wir bewegen uns immer weniger und greifen gleichzeitig zu oft auf zeitsparendes Fastfood zurück. Fassen wir noch einmal alles zusammen. Die Frage, die uns hier beschäftigt hat, lautet nicht, warum immer mehr Menschen das Gefühl haben, nicht das erreicht zu haben, was sie sich vorgenommen hatten. Viele erreichen das. Und aus der Sicht eines früheren Ichs, welches ohne jegliche Zweifel an Leistung und Erfolg festhielt, wären sie vermutlich mehr als zufrieden. Die Frage lautet eher, warum immer mehr Menschen das Gefühl haben, an einem Punkt angekommen zu sein, an dem sie nicht mehr wissen, an was sie glauben, an was sie sich klammern bzw. wonach sie streben sollen. Drei Gründe hierfür haben wir thematisiert. In unserer Leistungsgesellschaft werden Schwächen und Misserfolge geächtet. Diese emotionalen Themen nicht aufarbeiten zu können, weder allein für uns selbst noch mit Hilfe von anderen, hat dafür gesorgt, dass wir in unserer sozialen Entwicklung gefühlt einen Rückschritt vollzogen haben. Wir vereinsamen innerlich. Tun wir über einen längeren Zeitraum nichts dagegen, laufen wir Gefahr, von psychischen Erkrankungen wie zum Beispiel dem Burnout heimgesucht zu werden. Ihr habt es schon richtig gehört. Der Burnout ist keine Krankheit, die allein auf zu viel Arbeit zurückzuführen ist. Der Stress, dem die Erkrankten ausgesetzt sind, wird vor allem durch soziale Konflikte verursacht, sowohl auf der Arbeit als auch im Privatleben. Und wie gut wir mit sozialen Konflikten umgehen, beziehungsweise wie erfolgreich wir soziale Konflikte lösen, hängt von unserer sozialen Kompetenz ab und die wiederum sehr stark davon, wie wir in der Kindheit geprägt worden sind. Parallel dazu wird unser Bedürfnis nach Erlebnis und emotionaler Intensität nicht ausreichend befriedigt, beziehungsweise durch Planung und Sicherheiten künstlich unterdrückt. Immer weniger Menschen erfüllt die Tätigkeit, die sie auf der Arbeit verrichten. Alles erscheint zu monoton. Wir werden nicht aus unserer Komfortzone gelockt und bleiben daher auch in unserer beruflichen Entwicklung stehen. In der Liebesbeziehung fehlt uns der positive Effekt der Abhängigkeit, weil wir Angst vor Risiken haben. Ganz nach dem Motto, Vertrauen ist zwar gut, aber Kontrolle ist noch besser. Egal ob langjährige Beziehung oder Ehe. Mit getrennten Konten, Ehevertrag und Co. nimmt man der Beziehung wichtige Symbole der Abhängigkeit und damit wichtige Impulse an der Beziehung arbeiten zu wollen und zu müssen. Um der inneren Einsamkeit, der Erlebnisarmut und der Intensitätslosigkeit unseres Lebens zu entkommen, tauchen wir immer mehr in die Welt der Fiktion ein. Denn diese verspricht immer wieder für einen kurzen Moment die Flucht aus der Komplexität der realen Welt. Stattdessen den Ursachen für unsere Probleme und Konflikte auf den Grund zu gehen, wäre doch ein hoffnungsloses Unterfangen und viel zu anstrengend. Viel einfacher ist es, sich irgendwie durchs Leben zu wursteln, indem man sich die Konflikte kleinredet und sich von einem kurzen Glücksmoment zum nächsten rettet. Von Gaming-Session zu Gaming-Session, von Streaming-Serie zu Streaming-Serie. Vom letzten Urlaubstag bis zum nächsten ersten Urlaubstag. Und das nur, um am Ende des Lebens bestenfalls der erfolgreichste oder reichste, aber mindestens nicht der unbedeutendste und unbeliebteste auf dem Friedhof zu sein. Und das war auch schon der provokative Abschluss meines Videos. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und wird euch noch ordentlich zum Nachdenken anregen. Schreibt doch mal in den Kommentaren, was ihr über dieses komplexe Thema denkt. Vielleicht mache ich zu diesem Thema noch ein weiteres Video, indem ich noch andere Dimensionen thematisieren würde.
schreibt auch gerne eure Vorschläge hierzu. Falls ihr jetzt neugierig geworden seid, dann gleich diesen Kanal abonnieren und meinem Podcast folgen. Und denkt daran, ein erfülltes Leben ist nicht die Summe aller Glücks- und Erfolgsmomente, sondern eher die Summe der Momente, in denen euch die Sinnhaftigkeit eurer Handlung bewusst ist. Also in dem Sinne, bleibt kritisch und gesund. Bis zum nächsten Video dann. Ciao.